Was geht, was geht, was geht? Rap for Respect, Aachen City, 2012. Yeah, Respekt, Respekt. Man muss sich Pläne machen, dadurch entstehen viele Sachen. Mach dir eine Zukunft, Erfolg und Geld ist Vernunft. Angst vor der Zukunft, die brauchst du nicht. Doch eine gute Ausbildung für die Zukunft ist Pflicht. Fette Karren in der Zukunft und so. Nicht wie ein Penner, hängen auf dem Klo. Das Geld nicht verdienen durch Kriminalität. Du musst das tun, was der Dumme geht. Mit Mühe wirst du deine Ziele erreichen. Du darfst nur nicht deinem Glück entweichen. Ich will auswandern, denn ich suche nach dem Glück, dass ich all meine Wünsche und Träume erfüllt. Ein Haus und ein Garten, Familie und Kinder. Endlich, denn ich lief durch die Welt wie ein Blinder. Und im Ring, da bin ich der King. Bling, bling. Das ist einfach nicht mein Ding. Du fliegst hoch, gibst die Hoffnung nicht auf. Träumst immer weiter, es geht runter und rauf. Auch wenn es schwer ist und nichts funktioniert, dich die Angst frisst, dennoch ist nichts ruiniert. Denn es geht immer weiter, es gibt immer einen Weg. Mach die Augen auf und du wirst ihn schon sehen. Das Leben ist nichts, wenn du kein Ziel vor Augen hast. Doch ohne Respekt und Erfolg ist alles von was du machst. Ein unnötiges Spiel, was du nie geschafft hast. Ich hab schon viel gemacht, viel erlebt, doch das nützt dir nichts, wenn man damit kein Geld verdient. Und dieses harte Lied widme ich dem Jungen, der noch hofft in seinem Gebet und sie für immer liebt. Neues Wagen, hoffen auf Fortschritte, Träume verwirklichen, vielleicht nicht hier, sondern in anderen Städten. Meine Ziele sind nach meinem Abschluss Erfolg und Glück. Vertrauensvoll habe ich für unsere Politik gewirkt. Mein Ziel ist Erfolg, perspektivloses Leben habe ich nicht gewollt. Die Kinder sind unsere Zukunft, einfach mal was wagen. Gewinnen und verlieren heißt nicht immer Erfolg haben. Für die Zukunft braucht man Geld, doch Geld heißt nicht gleich Glück. Und wenn es dir nicht gefällt, kommst du nicht mehr zurück. Du wolltest Kinder haben, doch hast Stress im Beruf. Ziehst nachts durch die Straßen und verlierst deinen Ruf. Ich habe Angst davor, ohne Beruf und Erfolg zu sein. Meine Kinder nicht ernähren kann, deswegen auswandern, das ist deins. Ich habe Angst davor, auf eigenen Beinen zu stehen, weil ich Angst habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Meine Wünsche sind noch nicht klar, alle Träume werden irgendwann wahr. Ich hoffe, ich werde meinen Beruf finden und mich an mein Glück binden. Später, wenn ich Kinder habe, weiß ich, sie sind meine größte Gabe. Meine Angst vor meinem späteren Leben werde ich nicht so leicht aufgeben. Die Ausbildung ist der nächste Schritt. Ich habe Angst davor, das nimmt mich mit. Ich hoffe, meine Wünsche werden wahr. Ich will eine Familie, das ist klar. Ich will Erfolg und das Geld. Der Abschluss ist mein Ziel. Es gibt mal Höhen und mal Tiefen. Gewinn oder verlier. Es wird nicht leichter im Leben. Es gibt Ratten und Verräter. Doch scheiß drauf. Gottes Weg ist mein Ziel. Dieser Weg ist nicht leicht, doch Gott Weg ist mein Ziel. Ich hab Angst vor der Zukunft, doch Allah ist bei mir. Und egal was ihr sagt, ich glaub daran, hör auf mein Herz und hör auf meinen Verstand. Erfolg, Geld und Familie, das sind meine Ziele. Ich hoffe, dass ich nicht in einer Traumwelt lebe, denn das alles ist für meine Zukunft, in der ich lebe. Ich weiß, der Weg wird kein leichter sein, doch alles wird mal besser sein. Und wenn du unsicher bist, vergiss deine Ziele und Träume nicht. Denn wenn du dir tief etwas wünschst und dran glaubst, ja, dann ist auch der Erfolg bald in sich. Die entscheidende Frage ist, gewinnen oder verlieren. Mach dir keinen Kopf, scheiß drauf, du wirst sehen, was passiert. Am Ende stehst du da mit deinen Zielen in der Hand und realisierst, dass alles, was du willst, wahr werden kann. Perspektivlos in die Zukunft blicken, geht nicht so wie Blumen pflücken. Mach dir Zukunftsbrücken in die Welten, die du gehst. Hast du Angst, bleib nicht stehen, du musst weitergehen. Ich habe viele Pläne in meinem Leben. Ich will was ändern und nicht nur reden. Ohne Geld und Erfolg würde es mir nichts bringen. Für meine Ziele werde ich jetzt singen. Ich habe einen Traum, den ich verfolge, doch den erreiche ich nur mit Erfolg. Wir kommen aus der City, BB 99. Fahren nach AC, auch ohne Fahrschein. Spaß beiseite, Bro, ich komm zum Punkt. Erzähl dir was, genau aus diesem Grund. Ein Junge mit einem ganz großen Traum hat einen Bonzen-Nachbar, der schwimmt im Schaum. Ich hoffe, der Junge findet irgendwann auch sein Glück und holt den Drecksack auf den Boden der Tatsachen zurück. Jeder will Erfolg, denn er ist heiß verfolgt. 15 Jahre und ich will noch mehr erleben. Wenn ich komme mit meinen Jungs, wird die Erde beben. Scheiß doch mal auf Double Time, ich kann nicht mal Double Rhyme. Mode, die shit trip. Ey, Jung. Das hier ist Rap for Respect mit Armin. Wie bei muslimischen Gebeten sagst du Armin. Yo, du bist nichts, nur ein kleiner Parasit. Ich bin derjenige, der jetzt das Parasit. Ich wurde als Embryo schon krass gehypt. Bruder, hau ab und reich mir endlich das Mic. Meine Freunde sagten, aus dir wird nix. Heute geben sie mir auf YouTube 1 Million Klicks.
So ist das Leben, hast du Geld, hast du Glück. Doch hast du nichts, lässt dich jeder hier zurück. Rap for respect, ich rap diesen Text. Mittlerweile hat die Politik mein Interesse geweckt. Deswegen sind wir hier, die Zukunft anvisiert. Doch trotzdem sind viele weder froh noch motiviert. Irgendwie läuft's nicht und ihr wisst es. Dabei wisst ihr nicht mal, was alles passiert ist. Transparenz, ich glaube, ich spinne. Politiker verarschen uns wie Eltern ihre Kinder. Ziemlich unsicher gehen wir durch das Leben und schlottern die Knie, wenn wir Unbekannten begegnen. Hört auf zu reden, das Vertrauen ist weg. Für unsere Politik gibt es keinen Rap for Respect. Kinder haben Pläne und wollen Erfolg haben. Sie hätten gerne Geld, wären gerne die Reichsten auf der Welt. Sie haben, weil sie alles bekommen. Ich hatte keine Zeit, mein Part einzurappen. Heute verdiene ich mein Geld mit Wahrheit auf Zetteln. N.I.A., D.E.Z., ich lebe hart an der Grenze. Die Angst vor der Zukunft hat sich gar nicht gebessert. Die Tage sind länger, die Sorgen noch schlimmer. Bis jetzt hat sich nichts an dieser Lage geändert. Ich klage als Letzter und sage es noch immer. Es muss was geschehen, bevor sich alles verschlimmert. Was geht, was geht, was geht? Rap for Respect, Aachen City, 2012. Yeah, Respect, Respect.